Das Heli Race gewinne ich auf jeden Fall. Der Intro-Clip war wirklich eine 10 von 10. Hallo, wie geht's? Ich kläre Sie, Test Glenn, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es gibt heute ein richtig nices Video, und zwar über eine Waffe, die tatsächlich auf diesem Kanal noch nie zu sehen war. Nicht als Early Loot, nicht als Loadout-Waffe, was weiß ich. Es handelt sich um die MW-Ska. Diese Waffe, die, glaube ich, von den MW-Waffen schon als die schlechteste Waffe bezeichnet werden kann. Das ist ein bisschen, die hat so eine ähnliche Geschichte wie die Milano. Und ich habe es heute ein bisschen anders gemacht. Ich habe tatsächlich das allererste Mal für ein YouTube-Video aufgenommen und das nicht aus einem Livestream als Zusammenschnitt reingepackt. Es ist eine richtig kranke Runde, die richtig Spaß gemacht hat, aus Solos Rückkauf, wo ich mit der Ska gespielt habe und dann noch eine Mac-10 aufgehoben habe. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das nicer findet, wenn ihr halt die ganze Zeit mehrere Clips aus verschiedenen Runden seht, oder ob ihr es auch cool findet, wenn eine nice Runde dabei ist. Würde ich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal Feedback zu da lasst. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne positive Wertung da, würde ich mega drüber freuen. Und ein kostenloses Abo, wenn ihr neu dabei seid und noch nicht abonniert habt. Viele von euch schauen die Videos ja, wie gesagt, immer noch ohne ein Abo dagelassen zu haben. Irgendwann will ich da die 50% sehen bei dieser Grafik. Das wäre richtig, richtig nice. Ich will euch aber gar nicht zu lange zuquatschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Haben hier auch wieder das Cheat von dem guten alten J-God, der das wieder getestet hat. Und da sieht man relativ schnell, dass sich da hier einiges getan hat. Ja, auf Long Range zum Beispiel brauchte man vorher 4 Headshots, um eine 524er Time to Kill zu erreichen. Und 4 Headshots sind wirklich extrem viel. Jetzt braucht man nur noch die Hälfte für die gleiche Time to Kill. Und 2 Headshots kann man schon safe mitnehmen. Und 5 Chest Shots für 628 auf Long Range ist wirklich eine starke Time to Kill. Und mit das Verrückteste ist, dass die Ska, ihr seht es hier blau markiert, einfach auf Long Range eine bessere Time to Kill hat als die C58. Das ist wirklich richtig krank. Und das war alleine für mich schon Grund genug, die auf jeden Fall wieder auszutesten. Auch besser als die A-Max, besser als die Farah und so weiter und so fort. Aber warum spielt denn nicht jeder die Ska, wenn sie doch eigentlich irgendwie gefühlt die beste AR aus dem ganzen Spiel ist? Das Problem ist einfach erstens die Feuerrate. Sie hat eine sehr, sehr langsame Feuerrate, fast gleich wie die Milano. Und zweitens hat sie nur 30 Schuss. 30 Schuss sind viel zu wenig. Vielleicht für Solos ist es noch okay, so wie heute, aber 30 Schuss ist schon wirklich sehr, sehr gering. Deswegen spielt man ja auch nicht die AS, weil die so eine kranke Time to Kill hat. Aber für Solo reicht es auf jeden Fall. Und auch der Recoil ist bei den ersten Shots sehr, sehr nice, aber danach ist er ein bisschen schwierig zu kontrollieren. Jetzt nicht so, dass man halt sagt, das ist der beste Recoil aller Zeiten, das ist halt nichts im Vergleich zu der Farah aktuell. Aber das sind halt so die Mankos der Ska, die sie halt nicht zu der besten Waffe im Spiel macht. Aber zieht euch das Gameplay einfach mal rein. Es ist unfassbar nice, was für Clips dabei entstanden sind. Und ich bin gespannt, was ihr zu dieser Klasse und zu dieser Waffe sagt. Jawohl, was denn? Das sah doch schon mal ganz lecker aus. Oh. Noch 50. Die Hälfte ist geschafft. Big. Wir haben Geldeinsatz wieder. Und unten war noch einer. Hatte mich gesehen oder gehört? Achtung, Wohntreibstoff ist knapp. Boah. Das schmeckt halt, ne? Er läuft da ganz hinten. Ja, ja, besser ist aber auch. Also das war ja frech, wie du jetzt gespielt hast hier. Herr, bitte Aufklärung. Ach du Scheiße. Puh. Okay. Okay, der hat aber keine Plates drin gehabt. Keine Sorge. Ah, schade, ein bisschen veraimt. YOLO. What? Bro, die fucking Ska einfach. Ey, eigentlich müsste ich Ska Milano spielen. Das wäre das lustigste Loadout aller Zeiten. Ohne Spaß. Ich übernehme den Steuerknüppel. Moin. Das war was sweaty, Bro. Seine Re-Challenge war richtig eklig. Easy. Nee. Bro, bitte nicht. So. Du da, ne? Ich glaube, wir wissen beides, was jetzt passiert. Du kommst weg.
Kein 31er. Ist der schon loaded? Oh. Das wird gar nicht lustig jetzt. Oh mein Gott, Bro, chill. Oh mein Gott! Holy! Digga! Alles gut. Bro. Alles gut. Das glaubt mir kein Mensch, was hier gerade passiert. Unterwegs. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Bro, was ist gerade los hier? Das Gas, was überlebe ich hier? Neue Sicherheitszone gefunden. Oh mein Gott, Bro. Das kann ja nicht wahr sein. Oh mein Gott, da ist wieder einer. Du verlierst deinen Boden. Okay, das war nicht so smart. Aber meint, kann ich jetzt endlich meine Klasse spielen? Ich bin doch wirklich der Letzte, der hier dran ist, ey. So! Nein! Yes! Big! Big! I like big butts and I cannot lie! Schön nochmal mitgenommen. Oh Gott. Oh, ich spiel zu risikoreich, Phil. Ei. Achtung, Drohnentreibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Frage, wo kommt der her? Er wird genau hierher gehen, glaube ich. Ja, perfekt. Nice. Scar big, Digga. Wirklich Scar so big. Holy shit, Digga. Wer hätte es gedacht, dass die Scar jemals eine nice Waffe werden wird? Ich fass es nicht. Das ist so lustig, ne? Es ist wirklich actually funny. Ja, ich meine, guckt euch das an. Die Laser hat ja geistesgestört. Nein, er ist in der Luft. Ich glaube, er landet bei Police. Ist er in der Luft? Ja, er ist auch in der Luft. Aber den könnte ich eventuell sogar bekommen. Nein, 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 nein. Also das ist der Report. Das kannst du mir nicht erzählen. Oh mein Gott. Wir können es leider nicht. Oh mein Gott, Bro! Das war wieder mal way too risky für mich. Im Einsatzgebiet sind noch 25 aktiv. Na, er hatte Bodenloot, ne? Aber hier war gerade noch einer. Vielleicht war der in der Luft, actually. Er steigt aus. Smarter, Bro! Brauche Aufklärung an meiner Position. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Nein, das wäre so geil gewesen, der Kill. Oh, er sniped. Das ist gar nicht gut. Habe ich noch mein Cluster? Ah. Zielgebiet markiert. Legt los! Und hier ist auch noch einer drin. Oh mein Gott, Digga, ich lösche die Gegner gerade. Nein, ah, ein bisschen veraimt. Okay, von hinten irgendwie. Alarmiert ist halt insane, ne? Kann man nicht anders sagen. Oder? Digga,
Fucking 20 Kills mit der Scar, hallo? Ja! Bro, sie ist insane! Er muss so sauer sein. Das ist ja gar nicht geil. Yip, yip. Ich fahre. Ich denke, wir können langsam los. Ich könnte mir jetzt noch richtig viel kaufen, aber es ist mir wirklich zu risky, da jetzt am Ende nochmal an den Shop zu gehen. Feindliche Drohne über uns. Okay, oben ist auf jeden Fall einer. Ah, nee. Gar nicht. Die Frage ist, ein Geek? Einer ist einfach hier oben auf dem Dach. Feindliche Drohne über uns. Ich kann auf jeden Fall nicht zum Shop. Aber so viel bringt mir der auch gar nicht. Big. Okay, tatsächlich bin ich gerade auch dabei, meinen Kill-Rekord zu brechen. Sobald ich einsteige, kann er mich lasern. Wäre das ungünstig? Ich kann nur hier bleiben eigentlich. Das Gas verbreitet sich. Das ist halt wirklich ungünstig, ne? Ich fahre. Oh mein Gott! Shit! Es waren nur noch 5 übrig. Ah, mit der Pharah, wie unlucky. Oh, er hat mir so die Headshots gedrückt. GG's. Ich zeige euch jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz die Klasse. Ganz normal Monolith draufgeparkt, den 20er Forge-Tech-Lauf. Kommandovordergriff, natürlich das 30-Schuss-Magazin. Mehr können wir nicht draufpacken. Und das VLK-Visier mit dem T-Post natürlich. Das war die Klasse, wie ich sie in dem Video gespielt habe. Nichts Besonderes. Kann sie auch tatsächlich auch auf Close-Range bauen. Aber da sind halt auch 30-Schuss und die langsame Feuerrate. Da gibt es definitiv bessere Alternativen. Ich denke mal, das ist so die optimale Scar, die ihr zocken könnt. Und ich freue mich schon sehr auf euer Feedback, ob er die Waffe auch mal ausgetestet hat, weil das ist auf jeden Fall mal ein Try wert. Und dann bin ich gespannt, ob ihr damit auch nice Ergebnisse erzielen konntet. Aber ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim restlichen Tag. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.